Ihr wollt wissen, wie ihr Reagan unterstützen könnt? Dann bleibt dran. Buh! Ja, diesmal lasse ich es, glaube ich, uneditiert, weil das soll uncut sein. Ja, ich habe jetzt die Kanalmitgliedschaftsfunktion aktiviert und ich wollte mir in dem Video in erster Linie erklären, warum ich das überhaupt gemacht habe und wie krass unangenehm mir das überhaupt eigentlich ist. Weil mit den Videos selbst verdiene ich Geld. Natürlich nicht sehr viel, weil die Views auch nicht sehr, sehr viel sind in dem deutschen Raum. Aber es reicht für so ein kleines Nebeneinkommen. So viel sei natürlich gesagt, ich habe keine Geldnot. Ich gehe ebenfalls arbeiten. Für Miete und Essen reicht das natürlich, aber kaum einer von uns ist reich. Und das ist auch der Grund. Als Content Creator kommen manchmal so hier und da ein paar Kosten auf einen zu. Und ihr als Community seid extrem spendabel bis jetzt in den Streams gewesen und einige haben mich daraufhin angesprochen, ob ich nicht diese Funktion freischalten wollen würde. Deshalb habe ich das auch gemacht und was überhaupt diese Mitgliedschaft auf YouTube ist, vielleicht weiß der ein oder andere nicht viel davon, ist es einfach nur eine Möglichkeit, wie ihr monatlich Content Creator, eure YouTuber einfach unterstützen könnt. 70% von dem, was ihr da bezahlt, behalten dann die Content Creator und 30% geht an YouTube selbst. Also auch hier, man behält nicht 100% von dem Ganzen, aber ein Großteil des Kuchens ist auch da angekommen, wo ihr das dann eigentlich wollt. Es gibt verschiedene Preisstufen, wie viel man halt einzahlen kann. Das ist nicht individuell einstellbar, sondern es gibt vordefinierte Beträge. Und ich habe mich jetzt für den kleinsten Betrag zum einen entschieden, Tomodachi, einfach der Freund, weil jeder kleine Pfennig zählt. Und obwohl das nur 1 Euro ist, würde ich das gar nicht mal nur als symbolisch sehen, sondern jeder Cent zählt. Weil ich bin jetzt gerade dabei, ein paar Equipment-Sachen mir zu beschaffen, um besser streamen zu können. Und ich denke wirklich da, jeder Cent würde helfen. Nichtsdestotrotz, ich möchte, bevor ich weiter fortfahre, einfach nochmal sagen, bitte fühlt euch auf keinen Fall verpflichtet, überhaupt irgendeinen Cent in die Hand zu nehmen und zu unterstützen, sei es von Spenden oder als Mitglied. Weil ich werde den Content, den ich mache, so oder so machen. Ich werde nicht irgendwann damit aufhören, es sei denn, ich habe keinen Bock mehr. Und da würde auch dann der Part jetzt hier mich nur in Schwierigkeiten bringen, weil ich dann denken würde, ich bin verpflichtet, das zu tun. Also Leute, wenn ihr unterstützen wollt, dann würde ich mich in erster Linie über Abos, Likes und Kommentare freuen. Das ist schon Unterstützung genug und das ist wirklich nur die Creme de la Creme und absolut keine Pflicht. Zweite Tier habe ich einfach als Osan beschrieben, der, ja, mittelalte Mann, der so ein bisschen Ahnung hat, ne, ein Fünfer dafür einfach deklariert. Und als Besonderheit für diese Stufe ist mir einfach nur in den Sinn gekommen, viele schreiben mich über Instagram oder halt auch Discord an und fragen, ist die Truppenzusammenstellung gut, blabliblu. Und ich versuche da eigentlich zu helfen und mache das auch so. Aber hier ist es dann garantiert, dass ich auch antworte, beziehungsweise schnell antworte, weil bis jetzt, glaube ich, habe ich noch niemanden verpasst, der Fragen hatte und ich die unbeantwortet gelassen habe über Instagram. Falls doch, dann tut's mir leid. Nächste Tier, Obachan. Und hier wird's ein bisschen ernst. Das sind schon 10 Euro und das ist schon ganz schön viel. Wie gesagt, die 7 Euro würden dann hier ankommen. Und damit möchte ich auch sagen, es gibt garantiert einen Livestream. Weil viele von euch wünschen sich auch Livestreams und ich muss irgendwie es hinkriegen, mein Leben besser zu strukturieren, dass ich auch mehr streamen kann, weil eigentlich ist es zeitlich möglich und das wäre symbolisch dafür da. Obachan, die alte Oma, die gibt doch gerne mal so ein bisschen großzügig was und das soll auch dann gedankt werden mit einem Livestream und das Ganze geht dann in die nächste Stufe. Oyaji, ganz schön viel Geld, Leute, wirklich, überlegt es euch 350 Mal, ob ihr da bereit seid, das überhaupt zu investieren. Na? Wobei investieren, unterstützen halt und damit würde ich 2 Livestreams pro Woche garantieren wollen und die allerletzte Stufe, die ist einfach nur obligatorisch da, weil 99,99 sieht cool aus, Kami, der Gott, es ist ein göttlicher Gönner unter euch und damit sind 4 Livestreams garantiert pro Woche, das ist ganz schön viel, also wenn ihr eigentlich mir wirklich was Gutes tun wollt, dann überspringt diese Tier, weil damit bin ich nicht verpflichtet, 4 Livestreams zu machen. Aber auch so oder so, ich werde mich so oder so ransetzen und versuchen, Livestreams öfter zu bringen. Und auch in der Zukunft vielleicht hier und da mal andere Games. Einfach, weil es Spaß macht und weil die Community cool ist. Und nochmal abschließend, Leute, vielen, vielen Dank für jegliche Art von Unterstützung und fühlt euch bitte auf keinen Fall in jeglicher Art und Weise verpflichtet, irgendwie monetär zu unterstützen. Likes, Kommentare, Abos, die machen YouTuber glücklich. Und damit auch jetzt uncut ein Buh. Okay, da mache ich einen Cut, weil das wäre super krass weird, wenn ihr mich danach noch sehen würdet. Buh!